Im 12. Jahrhundert entstand auf der höchsten Erhebung des Stolpener Basalts die Burg Stolpen. Die Burg diente als Verwaltungssitz für Stolpen und als Residenz für Meißner Bischöfe und sächsischen Adel. Berühmteste Bewohnerin war Anna Constantia, Reichsgräfin von Kosel, Mätresse von August dem Starken. Aufgrund der angeblichen Intrigen am sächsischen Hof wurde sie 1716 nach Stolpen verbannt, wo sie insgesamt 49 Jahre bis zu ihrem Tode lebte.